Ich bin Steve und hier ist mein 73er 240Z. Autos interessiert, seitdem ich denken kann. Und das sind 240 Z, weil ja, die war schon auf meiner Liste. Das war immer so ein Auto, wo ich gemeint habe, dass es für die Amerikaner wäre, dann wäre das echt so etwas mit ohne Handling, so etwas, was ich irgendwie so ganz synthetisch gefahren. Aber ja, so kann sich das wohl ändern. Ich bin mal ein bei einem Kollegen mitgefahren, den hat so ein 240 Z. Und seitdem sind ich verkauft. Und du hattest dem Kollegen gesagt, zu Ball weiss, von einem Verkauf, du soll mal Bescheid sein. Und knapp zwei Wochen drauf, war es schon so weit. Und du kommst dann zu dem Auto, den stung zu mir. Ja, du hast mit dem Kollegen ein bisschen geschwärtert und du mal raus und das Auto war kaufbar oder war gut. Und du warst so direkt überwiesen. So sehr geht das. Ja, ich weiß von sechs Stück am Land, die so ein 240 Z haben, was also ich fand ich viel aus. Aber was auch mehr wieder wert. Bei meinem Auto handelt es sich um einen 240Z vom Baujahr 1973. So als Nebenfahrt 240Z, der geht am Anfang seit 1960 bis 1973 gebaut. Dann kommt schon der Nachfolger 260Z. Der Besitzer Firma, der nicht am Anfang schon die ganzen Baujahren hat alles gemacht. Den hat auch schon die Felgen gedroht, den hat einen Bremsenlehrer gedroht, einen von StopTech. Mein Auto war eigentlich schon neu lackiert. Was nicht wirklich immens professionell gemacht ging, also, dafür gebe ich auch jeden Freien und Herz zu lehnen, ein bisschen mit dem Magnet gucken zu gehen, bevor ein so ein Auto kaufen geht. Bei Mutter handelt es sich um eine Reihe 6-Zylinder mit 2,4 Liter, bei dem ich auch schon durch kleine Probleme, die ich hatte, habe ich schon müssen eine elektronische Zündung abbauen von 1, 2, 3. Das ist ziemlich einfach abbaubar und funktioniert richtig gut. Bei den technischen Sachen, die bei einem 240Z muss aufpassen, gebe ich spezifisch den Rost ausschwätzen und natürlich auch, wie das die Mädchen aus Amerika kommen, den Spachtel. Die sind auch ziemlich viel gespachtelt, die Autos natürlich unbedingt den Magnet mitholen. Sonst muss ich die ganzen Mechanikstecker, das finde ich alles, muss ich just halt vieles so in Amerika im Internet bestellen. So, bei Rockauto habe ich schon viel bestellt. Sonst gibt es noch so zwei, drei Geschäfte, die wirklich auf Zetten spezialisiert sind. Da finde ich am Anfang alles. Just das eben immens. Also das ist ziemlich teuer und da kommt noch die Wand dabei und Transport dabei. Das geht direkt alles viel mehr teuer wie bei so einem normalen Auto. Zuverlässig ist ein Auto bis auf jeden Fall bei mir. Von den Verschleißteilen habe ich schon vieles geändert. Bremsen, und ich habe die Drehen getauscht. Dann muss ich die Bieren ein wechseln von der Armaturenbelichtung, so damit die alle Autos auffallen. Das läuft halt nicht aus. Ich meine, da gibt es kein Auto, das absolut nichts tut. Das wird nie gehen. Durch den Reihe 6-Zylinder kann ich natürlich keine Spurwanne von dem Auto verlangen. Aber das ist einfach noch immer im zivilen Bereich. Also mit 12 Liter kann ich einfach locker fahren. Jetzt muss ich unbedingt auf seine Geschwindigkeit aufpassen, wenn er das jener aus Amerika aus meinem Meilentacho. Da kann natürlich auch halt mal etwas schief gehen. Die Blitzer, die sind halt nicht dabei, ob die Dinger du ausgelöst, die du bei 50 Meilen für die keine 50 Kilometer. Wie gesagt, das sind komplett Autos-Fetischist, aber mittlerweile kann ich mir Leben noch nicht dazu nicht mehr vorstellen. Alle Autos, die ich kaufe, kaufe nicht dabei und nicht für ihn zersetzen. Also fahren dürfen sich immens, zufrieden sind ich auch immens. Und Barin sich am Anfang nicht mehr anzugucken. Mir gefällt die Mans, ich fand die Mans flott. 40 gut, was will ich mehr?